Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Let's Play von World of Warships. Und ich nehme mir heute mal wieder die Deutschen vor. Den Kreuzer Tech Tree, da geht es nämlich weiter mit der Karlsruhe, dem Tier 4 Kreuzer. Die Kolberg ist hinter mich gebracht und nun geht es weiter mit der Karlsruhe. Ja, und auch hier, wir kennen das Schiff schon, ihr habt es schon in meinen Preview-Videos gesehen. Deswegen nun also ins Gefecht, auf und los geht's los. Hoch damit und raus mit ihnen. Ja, so, los geht's. Würde mich mal interessieren, wer weiß, wo das herkommt. Hoch damit und raus mit ihnen. Müsst ihr euch in einer etwas tieferen Stimme vorstellen, aber das war als Kind eine meiner Lieblingsserien, um so viel zu sagen. Ja, nun also Karlsruhe. Karlsruhe, das ist ja das erste Schiff, was auch wieder dann Torpedos bei den Deutschen hat und die klassischen 6 Kilometer. Andere Schiffen. Andere Schiffe haben ja auch dann Torpedos bei den Deutschen, aber die 6 Kilometer, das bleibt. Immer wieder schön, wenn man irgendwo gesehen wird und man wird nicht gleich geflammt. Hier hat man jetzt 11,7 Kilometer. Das ist eine unglaubliche Steigerung zur Tier 3 Kolberg mit 9,1. Weil das ist ja sonst einfach wirklich so wenig. Ich werde jetzt mal hier unten hinfahren. It's a trap, ich bin offen. Also das wendigste Schiff ist es gefühlt nicht, aber ja gut, wenn man von Tier 3 und 2 und so gewohnt ist, dann ist wahrscheinlich nichts wirklich gefühlt wendig. Mal schauen, wo der erste Gegner aufploppt. Weil gerade hier unten, das ist ja doch eine beliebte Ecke. Torpedowerfer an jeder Seite. Einen mit dann jeweils 2 Torpedos, wie man sieht. Die Langley scoutet hier fleißig. Oh. Muss ja aufpassen, dass ich da nicht den anbumse. So, da ist die Kuma und die Wyoming. Und jetzt muss ich hier auf die Flugzeuge aufpassen. Aber die Flugzeuge gehen auf die Kuma. Oh, Kaiser Nikolai ist ein absolutes Sahneschnittchen. In Bootsform allerdings. Nicht als Gegner. Deswegen ist mir das hier gerade ein bisschen too much, auch mit dem Zerstörer da zu meiner Linken. Da wird aber jetzt mal drauf geschossen, natürlich fleißig. Ich habe ja auch meine Fähigkeit. Ah, da ist er weg. Da hat ihn der Torpedo erwischt. So, Kaiser Nikolai bleibt stehen. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht als erster auf das Schlachtschiff drauf fahren. Ist nämlich einfach schon ein ganz klares Monster auf der Tierstufe. Das darf man so sagen. Also jeder, der das Schiff fährt, der weiß, was ich meine. Lustig, dass die Kuma so auf mich schießt. Weil sie doch eigentlich viel spannendere Ziele hätte. Jetzt kommen aber hier immer mehr Gegner langsam. Immer mehr Teammates. Und dementsprechend kann ich hier wieder mich ins Kampfgeschehen stürzen. So, da haben wir den Antrieb rausgeschossen.
Der Ausfall ist unangenehm. Man sieht es auch, er wird deutlich langsamer. Oder dreht er gerade weg? Ich glaube, der hat hier wirklich seine Probleme gerade. So, ich gehe mal wieder auf Landgang wahrscheinlich. Na, geht gerade noch. Gerade noch die Wände bekommen. Und da ist er weg. Da hinten kommt eine Karlsruhe. Die will sich jetzt wohl langsam hier unserem Flugzeugträger widmen. Da habe ich jetzt aber ein bisschen was dagegen. Weil den Flugzeugträger hätte ich gerne noch eine Zeit lang. Aber da kommen schon die Torps. Mal schauen, ob da einer trifft. Oder sogar zwei. Ja, sehr gut. Oh, jetzt auf meinen gefühlten Hassgegner jetzt schon direkt. Aber hilft nichts. Auch da muss man drauf. Einer muss es ja tun. Aber auch so eine Kaiser Nikolai geht irgendwann mal down. Wow. Kommt denn der Kuma-Schuss her? Das hat sie mich überrascht, ehrlicherweise. Mit der hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, die Kuma. Aber 400 HP ist genau mein Wetter. Auch wenn sie ja nochmal unangenehm trifft. So, und jetzt vielleicht weg damit. Ja. Das ist natürlich, wer die Aufmerksamkeit dann sieht. Muss ich jetzt aufpassen auf die Flieger. Sieht aber so aus, als ob der einfach nur Richtung unserem Flugzeugträger fliegt. Tatsache. Unangenehm viele Schlachtschiffe hier irgendwie im Wasser. Und gefühlt viel zu wenig um mich rum. Also vor meinem Team meine ich damit. Nun habe ich mich hier mal ein bisschen verstecken können. Und auch da den ersten Brand entfachen können. So, aber hat leider nicht lang ausgereicht. So, jetzt hat sie sich gedacht, okay, jetzt hat mich der Kleine da genug genervt. Und jetzt schieße ich zurück. Ich hoffe jetzt mal, dass mein Schlachtschiff da mal langsam mit drauf hält. Der Hit ging noch. So, nochmal ein Brandtreffer. Und jetzt drehe ich mal bei. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen lenken kann. Allerdings meine Wyoming unterstützt da nicht wirklich stark, indem das hinter die Insel fährt. Da sind aber vier Gegner. Ne, drei sind's. Und das ist mir dann doch ein bisschen too much. Also nach wie vor auch das. Nicht da jetzt mehr irgendwo drauf gehen. Nach wie vor World of Warships ist ein Spiel, was auch Zeit benötigt.
Also ganz entspannt hier unsere Miyugis da hinten am Rudern. Was du da machst, verstehe ich nicht so ganz, Wyoming. Voll HP. Dich könnte man gerade essentiell benötigen. Aber unten das Team, das macht's gut. Und da die Karlsruhe wieder. Ah, treten nun beides Luder. So, dann noch mal ein paar Hits gesetzt. Ja, jetzt ist hier unangenehm, weil jetzt fahre ich den genau sozusagen in die Bahn rein. Nun mal AP laden. Schauen, ob es geht. Jetzt dreht er natürlich genau bei. Ah, da ist eine Insel, da ist eine Insel. So, der ist zerstört. Jetzt kommt die Wyoming aber auf mich drauf, die da hinter der Insel halb steckt. Wobei, die hat jetzt die andere Wyoming. Eigentlich sollte sie sich gerade nicht mehr für mich interessieren. Wäre zumindest der Wunsch an dieser Stelle. Und jetzt werde ich das taktisch so machen, dass ich hier so abdrehe, dass ich dann zwar auf die Wyoming schießen kann, aber im Zweifel mich auch schnell auch verdünnisieren kann. Das ist der Plan. Torps kann ich jetzt leider nicht einsetzen, ohne dass ich meinen Mate riskiere zu beschießen. Nun geht's allerdings. Ich halt mal an, ich will nämlich noch Schuss draufsetzen. Na gut. Wir fahren einfach weiter voraus. 30 Sekunden noch Nachladezeit. Der könnte sitzen. Der wird ganz eng. Und der passt. Wichtiger, schöner Hit. Hat wohl da den Schaden, dass er da flutet. Und dementsprechend konnte er nicht mehr viel machen. Ist da die Wyoming. Und jetzt one and one. Mit dem Tier 4 Schlachtschiff. Noch drüber geschossen. Ich habe aber auch nicht getroffen. Jetzt aber. Meine Hinter- oder der Hintergrund, was ich jetzt meine Aktion machen will, drauffahren, Tops einsetzen. Ist zwar ein bisschen mad, aber kann funktionieren. Aber ich glaube, auch der riecht den Braten. Ich habe aber Flugzeuge hinter über mir, die da jetzt wohl mithelfen. So, die ersten Tops sind
im Wasser. Oh, da kommen auch gute Detops von vom Flugzeug. Aber ich denke, die sollten es schon besorgen. Ja, da dreht er bei. Da hat nur einer getroffen, aber da kommen meine auch noch. Und da habe ich den mal weggemacht. Jetzt wäre der Plan, dass ich da mal Richtung gegnerischen Flugzeugträger fahre. Weil natürlich wird jetzt der Flugzeugträger auf unser Schlachtschiff gehen. Meine AA ist leider nicht so stark, dass ich hier unglaublich viel helfen kann, der Wyoming. Ich hoffe aber, dass wir wenigstens ein, zwei Flugzeuge runterbekommen. Ah, schaut nicht so aus. Dreht sehr stark, was eben der Hit hier schwieriger macht. Den Torpedowerfern. Nun kommt aber gut jetzt. Ah, hier kommt die Jägerstaffel. Ah, da hat er viele Treffer leider einstecken müssen. Nun macht ihn aber die Jägerstaffel mal weg. Von den Tickets her liegen wir vorne. Ich werde jetzt mal Richtung Wyoming fahren, weil alles andere Spekulation, wo er ist. Oh, der könnte ein Flutschaden drin sein. 26 Struktur hat er lediglich. Ah, gibt's doch nicht. Und jetzt fahrt sie auch noch weg. 2:30 sagt die Uhr noch. Oh, da ist er. Jetzt alles raus, was geht. Direkt ihren ersten Ausfall. Man sieht, der Ding ist schon zerstört, die Wyoming. Das Ding, ja. Jetzt ist nur noch die Langley. 2 Minuten. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Langley ergibt sich gefühlt auch schon dem Schicksal. Das ist auch gleichzeitig der Tagessieg. Den nämlich habe ich gerne mitgenommen. Bisschen beidrehen, sonst komme ich hier nicht an der Insel vorbei. 50 Sekunden noch. Zitadellentreffer. Na, jetzt ist er gleich weg. Brennt hier ja auch schon schön aus. Und der vierte Kill. Und damit ist die Runde geschafft und ich denke, das war eine sehr ordentliche Karlsruhe-Runde. Mit 112 Treffern, 2 Zieltreffern der Torpedos, 4 Zerstörungen, Wassereinbrüchen, Brand gesteckt und zu guter Letzt gab es noch eine Zitadelle. Deswegen 1023 XP. Die Langley hat aber auch einen fantastischen Job gemacht. 30 Flugzeuge abgeschossen, sehr fleißig, 2 Stück versenkt.
Aber wenn ich mir jetzt hier mal mein Scoreboard anschaue, es sind 40, 50, 60, ja, knapp 65.000 Damage in dem Tier 4 Kreuzer. Ich denke, das war ganz ordentlich. Da habe er doch ein bisschen was machen können. Hier nicht wundern, irgendwie scheint hier ein Bug zu sein. Ich habe leider keine 1.142.000 Credits eingenommen, sondern irgendwie so 140.000 netto. Aber ja, schön war's. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Karlsruhe ist damit gemeistert im Sinne von, dass der Tagessieg ist weg. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.